Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir hier einen Container überfallen, beziehungsweise so ein Schiff, haben uns eine Pläne gegönnt. Und heute wollen wir da ganz hinten hin. Dafür müssen wir erstmal in unser treues Schiff einsteigen. Und mich interessiert die ganze Zeit, was ist das für eine gigantische Riesenschlange, die ich da eigentlich sehe? Wird die mich fressen, sobald sie mich anguckt? Bist du ein Boss? Eskendo Levida. Levida, Entschuldigung. Das Ding wird mich auf jeden Fall one-hitten. Das bekämpfe ich gar nicht erst. Ach nee, mir schwimmen Delfine her. Ich dachte gerade, greift mich irgendwas von hinten an. Also dieses Schiff ist auf jeden Fall eine Bereicherung für mein Leben, ne? Wo kann ich denn an Land? Hier sieht gut aus. Darf ich hier an Land? Wir können auf jeden Fall näher an die Küste mal fahren. Aber wie ist rückwärts mit B? Näher geht nicht. So, und jetzt wollen sie uns direkt fliegen, wenn wir da hingehen. Der Sabinenhafen. The security is tight. It'd be a bad idea to approach from the front. Aber von vorne klingt doch gut. Ich sehe das Problem nicht. Wir müssten auf jeden Fall auch diese Fragezeichen abhaken, weil ich bin mir sicher, eins davon mindestens ist eine Heldenmission. Mindestens eins. Ihr habt nichts dagegen, wenn ich hier einfach durchmarschiere, oder? Ja, ihr habt nichts dagegen, dass ich hier einfach durchmarschiere. Ich sehe es schon. Ich darf hier einfach durch. Das juckt euch nicht. Ich bin für euch gar nicht da. Schön, dass wir diese Frage geklärt haben. Ist ja gut, ich mache die erstmal fertig. Okay, 10 Jahre kämpfen später. Darf ich hier endlich vorbei? Südtorschlüssel. Ich glaube, ich muss mich hier echt durchkloppen. Also für euch habe ich das wahrscheinlich geschnitten, weil ich hier erstmal 20 Wellen gerade bekämpfen musste. Jetzt sag nicht, ich muss hier dasselbe tun. Ich gehe einfach vorbei. Ich existiere in euren Augen nicht. Wir können das auch friedlich klären. Ich muss doch 100 Pro mich wieder um das Tor da kloppen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch keine andere Auswahlmöglichkeit. Darf ich hier durch? Ich muss irgendwo einen Schlüssel finden. Haben die sogar Boote? Nee, das ist ein Fisch. Einfach mal umschauen, ob ich hier irgendwas sehe, das an einen Schlüssel erinnert. Ich sehe doch einen Schlüssel. Danke. Danke für den Schlüssel, ich bin dann mal weg. Einfach reingehen, nehmen, weg. Ich muss mich nicht mal wirklich darum kloppen. Ach, man hätte hier auch hochklettern können. Na gut, da vorne ist ja das, wo ich hin will. Ich gehe einfach vorbei. Wir müssen nicht kämpfen. Vorher gönne ich mir mal euer Abendessen. Ich
Ich hab's geschafft. Ich bin unbemerkt hier reingekommen. Ach, verdammt. Ich darf hier erst wieder weiter, wenn ich alles verkloppt habe, was lebt. Bis in ein paar Minuten, Leute. Okay, ich glaube, ich habe gerade den letzten bezwungen. Ich habe mich schon mal aus dem Bild gepackt, weil jetzt höchstwahrscheinlich eine Sequenz kommt. Ja, war der letzte Gegner. Darum könnte man auch noch mal hin, aber ich habe keinen Bock, noch mehr bekämpfen zu müssen. Ich brauche doch einen Schlüssel, oder? Ich komme da nicht free rein. Ja, und ich sehe schon, wo der Schlüssel ist. Können wir darüber reden, dass ich einfach da hochkletter und ihr mich in Ruhe lasst? Oh, man kann offenbar echt drüber reden. Danke, dass wir drüber reden konnten. Eure anderen Kollegen waren nicht so gesprächsfreudig. This is what we were after. That takes care of that. Guck mal, Leute, so einfach kann es gehen. Man kann mit denen reden. Man muss nicht unbedingt immer kloppen. Man kann es auch friedlich klären. Alright, we made it to Arithia Relay Base in one piece. What now? The mission proceeds as planned. Look for info that might relate to the prison camp. Ist da ein Boss drin? Ja, da ist ein Boss drin. Ich gehe einfach vorbei. Und du lässt mich in Ruhe. Klingt das nach einem Deal? Wir können uns danach gerne kloppen. Können wir nicht drüber reden? Wenigstens muss ich nicht mit den Großen kloppen. So. Den Trupp hier ausgeschaltet. Darf ich an das Terminal, ohne dass wir kloppen müssen? We should access it and see what kind of intel we can pull. Hey, this one means business. Das war, glaube ich, ein Nein. Okay, habt sie jetzt gerade alle ausgeschaltet. So, I'm getting the hang of this. They hit the upper hand. Something so valuable here. Okay, damit haben wir die Infos zusammen. Aber hier ist noch ein Boss, den müssen wir eben kurz verkloppen. Wir können den doch nicht einfach ignorieren, diesen Imperion. Hier sind zwei Bosse, wenn ich es sogar richtig sehe. Kommando Imperion. Er hat Kameraden gerufen. Aber wir sollten das trotzdem schaffen. Wir sind 10 Level über ihm. 13, wenn wir ganz genau sein wollen. We can do better yet! I can do this! Blossom, stop!
Machen wir mal eben kurz die Kleinen fertig. So. Die Kleine ausgeschaltet. Jetzt kommt eine Angriffskette. Das wird gut Schaden machen. So, bei dieser Angriffskette, wo habe ich richtig hart reingehauen. Fast schon down. Hau mir das Ding zu Brei. Und down. Nothing a bit of teamwork couldn't handle. Whatever happened to not being careless? Oh, da haben wir auch viele Leftness-Dinger bekommen. Das könnte bei der Weidi-Quest gut helfen. Ich habe gerade eben schon durch die Wand gesehen, dass hier irgendwas auch rot war. Also ich konnte die roten Zahlen zumindest sehen. Ja, genau diese Zahlen, da meine ich. Dass hier draußen auch noch irgendein Boss rumschwirrt. Leute, der hat denselben Namen wie der Held aus meiner geschriebenen Geschichte. Ob der da hinten auch ein Boss ist? Anfangs kann man das ja auch ruhig einmal nutzen, ne? Ich glaube, dass der wesentlich weniger aushalten wird als der riesige Roboter da drin. Also der hat ja eine ganze Angriffskette geschluckt und hat danach noch gelebt. Erstmal das Feld hier, damit ich erwachen habe. Oh, du wirst gleich auch eine Angriffskette schlucken. Ich habe das Gefühl, der Roboter, der auf der anderen Seite rumschwirrt, ist auch ein Boss. Ist ja gut, wenn ich Erwachen mit in die Angriffskette mitnehme. Und das werde ich auch. So. 1000 Nadelstiche.
Und schmettern. Ich würde mal sagen, der ist jetzt auch down. Ja gut, noch ein Boss fertig gemacht. Sind alles Reisepunkte. Und ich habe das Gefühl, der eine Roboter, den ich auf der Seite gesehen habe, ist auch ein Boss. Nee, der ist kein Boss. Na gut, dann muss ich jetzt nur noch zu der einen Basis zurück. Okay, dann besprechen wir mal das ein oder andere hier. Oh, von Rick und Manana gab es dann eine Heldenmission in der einen Stadt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Where should I start? Ich habe viele Sachen zum Besprechen. Aber die Explosion ist doch nicht leise. Okay. Klingt doch nach einem guten Plan. Außer, dass wir jede Sekunde auffliegen können. Let's make the most of our break, guys. Hab trotzdem hier noch ein paar Sachen zum Durchlesen. Oh, da muss ich zum bestimmten Rastpunkt. Na gut, ist ja eigentlich auch egal, ne? So, das Team habe ich schon mal beisammen. Die Heldenmission lese ich aber mal als letztes. I think we need to discuss this.
Na, die müssen von Gegnern mopsen. Die müssen richtig gut darin ausgebildet sein. Ich glaube, demnächst haben wir wieder Nebenquest-Time. Gefundenes Notenblatt. Let's lay out the facts. Irgendwie? So, die sind ja nur diese Trauermelodie gewohnt. Stimmt, da würde mir das auch merkwürdig vorkommen. Das ist eine Mission, die können wir beim nächsten Mal angehen. Where should I start? Richtig so, genauso denke ich auch. Scheiß drauf, ob es gut aussieht, das muss nur praktisch sein. Irgendwie habe ich so etwas erwartet. Where should I start? Ja, für die ist das ja alles Neuland. Ja, wahrscheinlich.
Nee, er sieht nicht so aus, als wäre er der Typ dafür. So, und das mit dem Klee noch. I think we need to discuss this. Habt ihr schon mal jemals ein vierblättriges Kleeblatt gefunden? Ich jedenfalls nicht. Gern geschehen. Noah, hey, how's Trix? We're doing fine here, Boliaris. And you? Same old, same old. Though we're not getting any provisions from home, so our supply guys are being run ragged. Any requests for us? I don't imagine you called just to shoot the breeze. No. Good point. Got a bit of info to share with you. Yeah? Specifically, it's about Colony 5. Colony 5? I think I remember something about them being pretty highly ranked. Yeah. We only happened to hear by chance, but apparently they made gold just the other day. Or so it seems, but we're not sure. Oh? Go on. Last time a colony went gold? I think it was about 40 years ago. When you go gold, you're pardoned from fighting. That's why everybody busts their balls trying to rank up. That sounds pretty familiar. Thing is, we're not even hearing a peep about this from the other colonies. It's as if they're acting like Colony 5 never existed to start with. I've tried getting in direct contact with them, but I haven't heard a fart back. You think something happened? Well, the woman in charge of Colony 5, or Solia, was close friends with our commander. With Athel? To give you some background, some 2 years after the commander got us to Silver, well, Solia managed it as well. Kamaravi might have been Ethel's rival, but Solia and Athel, they were sworn friends. What, so if it wasn't for the thing with Kamaravi, you all would have made it to gold rank? I guess you could say it was likely. Then I can see why you'd be worried. Yep. So I was thinking of going to take a look. Been 6 days since we lost contact. If there's been some accident, we could still be able to help. Are you sure that's a good idea? You got no flame clocks. What if you end up like us? We'll get the spark out of there before that happens. But I'm talking about Orsolia here. I ain't just gonna leave her. And if the commander was here, she'd do the exact same thing. I really want to help out on this. Whoa. Uni? Seems out of the blue. Well, you see, what the? Why didn't you tell us this sooner? Gotta share this stuff. Sorry. I just didn't really believe it. So, what you're saying is, you think that in the past you were attached to a gold rank colony? Could be. This ain't some ash about wanting to know my past self or anything. The whole colony just fell to pieces. I have to know why. You reckon Mobius have something to do with it? Of what I saw, definitely. So that's why. All right. We'll help you out.
Noah, I mean, are you sure? You know, I'd be glad for the help here, sure, but I really wouldn't want... Oh, enough of this already. Tell me this isn't exactly what you were hoping for. Saw through my clever ruse, eh? Must be losing my touch. I've seen that memory too, when interlinking with Uni. And I guarantee you, it was not a dream. I'm certain of it. True. I feel the same. What do you two think? No objections. Let's head out. Yeah. I want to lend a hand as well. There you go. Okay? Ah, I owe you one, mate. Seems like I'm always getting you in trouble. It's fine, Boliaris. We do have an obligation here, right? Man, not to forget all that food you gave us. Oh yeah, I remember you took seconds. Righto. I'll be moving out after this. Let's rendezvous around here. The Orion Trail. Understood. We'll give our stuff a once-over, then get going. All right. See you there. Yeah. See you. Noah? Friends make journey to Goldie Colony? Yep. That's the plan. Then, humbly asking to drag Manana along. No problem. But why? Manana heard rumorings. Say that Goldie colonies have super real good ingredients lying around. Manana will take these ingredients. Resulting dishes will blow both socks and minds. Trying to expand the old repertoire. Eh, Manana? Expand! That'd be really great, actually. Okay. Don't know why I'd ever refuse. Manana, if you're going... Rikugo. Naturalistic. Only answer is yes. I just said I won't refuse. We can all go. Nebenhandlung Uni. Mehr über Uni. Da haben wir uns ja was freigeschaltet. Ja, da habt ihr ja gesehen. Wir haben beim nächsten Mal auf jeden Fall einiges vor. Und für diese Mission muss ich nach Pentelas zurück. Heldenmissionen haben Vorrang. Ja gut, Leute. Ich würde aber trotzdem sagen, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem müden Noah. Ciao, bis dann.